Ich zeige dir in diesem Tutorial, wie du wundervolle Aufnahmen machen kannst und was du dazu brauchst. Mein Name ist Siegfried Eichhorn und auf meinem Kanal geht es eigentlich immer um Fotografie und auch um Filmtipps. Also, wenn ihr euch mit dem Thema Landschaftsfotografie auseinandersetzen wollt und auf der Suche nach den ersten Basic-Tipps seid, schaut euch mein Video dazu an oder klickt ruhig mal in die anderen Videos rein. Tipp Nummer 1 gebe ich euch mit, besorgt euch ein stabiles Stativ, weil in der Landschaftsfotografie seid ihr draußen und da ist eigentlich ein stabiles Stativ ein Muss. Die Stative sind meistens unhandlich und schwer, aber ihr müsst wirklich so ein Stativ mitnehmen, wenn ihr bei schlechten Lichtsituationen Fotos machen wollt. Zum Beispiel frühmorgens oder am Abend in der Dämmerung ist nicht viel Licht da und da müsst ihr mit der Belichtungszeit flexibel sein. Also eignet sich da tatsächlich ein gutes Stativ aufzubauen, dass das Bild auch nicht verwackelt. Oft ist auch sehr viel Wind bei der Natur im Spiel und da brauchst du auch wirklich ein stabiles Stativ. Ich mache es allerdings so, wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin beim Wandern, nehme ich ein leichtes Reisestativ mit. Das schont mir den Rücken und ich habe zumindest eins dabei. Aber wenn ich bewusst Fotos machen will, Landschaftsfotos alleine, nehme ich mein schweres Stativ mit. Hier das Rollei Mark II Beta, keine Ahnung, Stativ ist schwer, gut und hält wirklich was aus. Vor allem auch, wenn ich das Stativ ins Wasser stellen will, mit den Beinen ins Wasser, ist es stabil und ich brauche keine Angst haben, dass meine Kamera irgendwie ins Wasser fällt. Also überlegt euch, für was ihr ein Stativ braucht. Und ein schweres Stativ kann man auch mal gut 2-3 Kilometer tragen. Jetzt zum wichtigsten Punkt, die richtige Kamera. Also sehr gute Ergebnisse kannst du mit Systemkameras erzielen, auf die man Wechselobjektive schrauben kann. Und ich nutze selber eine Vollformatkamera, aber man kann auch ganz gut eine kleinere APS-C-Kamera nutzen. Und die gibt es auch mittlerweile von allen gängigen Herstellern wie Sony, Canon, Nikon und so weiter. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, gerade bei schlechten Lichtverhältnissen, vor allem auch in der Nacht, sind die Vollformatkameras den APS-C-Kameras wirklich überlegen, weil man weniger Rauschverhalten im Bild hat. Und eigentlich auch so der Dynamikumfang des Bildes ist eigentlich viel, viel besser bei den Vollformatkameras. Aber mein Tipp an dich ist, fang erstmal mit einer APS-C-Kamera an und schau, ob dir das Thema Landschaftsfotografie überhaupt langfristig Spaß macht. Du musst doch wissen, die Kameras und die Objektive sind nicht nur viel leichter als die Vollformatteile, sondern sind auch viel, viel günstiger. Zum Objektiv ist zu sagen, du willst da möglichst viel von der Landschaft aufnehmen und da würde ich dir wirklich ein Weitwinkelobjektiv für die Landschaftsfotografie empfehlen. Bei einer Vollformatkamera eignen sich hierfür Objektive mit einer Brennweite von ca. 14 bis 24 mm. Bei APS-C-Kameras kannst du auch einen Weitwinkel dir holen von, sagen wir mal, 10 bis 18 mm Brennweite. Die meisten Bilder, die ich bei Tag mache, die mache ich hier mit meiner Vollformatkamera, mit dem Sony-Objektiv von 16 bis 35, genau, mit einer 4er Blende. Und hier kann ich auch sehr toll Verlaufsfilter vorne drauf schrauben, also ND-Filter, Polfilter und mit dem Filterhalter auch Verlaufsfilter. Ich habe mir auch einen Weitwinkel von Samyang hier gekauft, einen 14 mm 2.8er Weitwinkel. Hier muss man wissen, dass die Linse vorne gekrümmt ist und hier kann man keine Filter vorne drauf schrauben. Das ist tatsächlich ein großer Nachteil beim Samyang, weil ohne weiteres geht es nicht, also dass man vorne was drauf schraubt. Man braucht wirklich eine spezielle Konstruktion, einen Filterhalter, dass man 150 mm Filter vorne drauf schraubt. Deswegen verwende ich das Samyang 14 mm eigentlich nur in der Nacht, also für Nachtfotografie, wenn ich Sterne, Milchstraßen und so weiter fotografieren möchte, weil da brauche ich keine Filter vorne drauf schrauben. Geld sparen beim Objektiv könnt ihr eventuell, wenn ihr euch ein manuelles Objektiv kauft oder einfach zum Gebrauchten greift und das auf Kleinanzeigen gut krallt. Jetzt geht's los. Beim Fotografieren solltest du im M-Modus fotografieren. Ja? Verzichte wirklich bewusst auf die Vollautomatik deiner Kamera, denn bei der Landschaftsfotografie willst du ja eigentlich bestimmen, was in dem Bild zu sehen sein soll und was auch scharf dargestellt werden soll. Ja? Also es kommt wirklich auf den Effekt drauf an, den man erzielen will und da bist du der Boss an der Kamera. Beispiel am See. Willst du die Wasseroberfläche glatt darstellen mit einer Langzeitbelichtung oder willst du den Moment einfach nur einfrieren? Zack! Ja, solche Dinge stellst du im M-Modus selber ein. Um im M-Modus zu fotografieren, musst du einfach nur drei Elemente oder Dinge wissen. Das ist die ISO, die Belichtungszeit und die Blende.
Und diese drei Dinge sind unheimlich wichtig, aber sind super schnell erlernbar. Da kann man sich ausprobieren und auch an erprobten Einstellungen sich einfach orientieren. Und die gebe ich dir jetzt mit. Erster Fehler ist vielleicht, dass Anfänger einen viel zu hohen ISO-Wert wählen. Ja? Bei Tageslicht nehmt wirklich nur den ISO-Wert 100, der reicht völlig aus, und lasst den fix eingestellt an der Kamera. Das passt auf jeden Fall. Lasst den fix drin. Ja? Wenn ihr in der Nacht fotografieren wollt, dann könnt ihr den ISO-Wert ruhig höher drehen, aber ich würde euch empfehlen, nicht über 1600 hochzudrehen, weil dann fängt das Bild auch zu rauschen irgendwie dann an und sieht unschön aus. Ja? Als nächstes solltet ihr die Blende auswählen. Ja? Ziel von euch bei der Landschaftsfotografie ist ja, ein möglichst scharfes Bild zu generieren. Und ein scharfes Bild kriegt ihr eigentlich hin, wenn ihr viel Schärfentiefe im Bild habt. Und viel Schärfentiefe kriegt ihr hin, wenn ihr eine hohe Blendenzahl wählt. Also eine zum Beispiel 8 bis 16. Ja? Da seid ihr ganz flexibel. So ist nämlich der Vordergrund scharf und auch der Hintergrund schön scharf. Wenn ihr zum Beispiel nur eine 2,8er Blende wählt, dann habt ihr den Vordergrund vielleicht scharf, wenn ihr auf den fokussiert, und im Hintergrund ist alles verschwommen, also blurry. Wenn ihr das wollt, ist es cool, aber eigentlich ist es doch besser, einen höheren Blendwert zu nutzen, um da alles schön scharf darzustellen. Wichtig ist aber auch, wenn ihr eine zu hohe Blende nehmt, also eine F18 oder F22, dann bekommt ihr so eine Beugungsschärfe im Bild. Das schaut wieder unschön aus. Deswegen orientiert ihr euch irgendwo bei der Blende zwischen 9 und 16. Next Point, manuelles Fokussieren ist auch wichtig. Nämlich überlasst der Kamera nicht, was in dem Bild fokussiert und scharf gestellt werden soll. Ja? Schaltet wirklich den manuellen Fokus ein, dreht vorne am Objektiv am Ring und stellt den Fokus selbst manuell ein, indem ihr entscheidet, was scharf gestellt werden soll. Bei den neueren Kameras kann man das sogar schön auch per Live-View-Funktion auf dem Display sehen, was man da scharf stellt. Also man muss nicht unbedingt durch den Sucher gucken. Die Sony-Kameras haben sogar auch so eine Display-Lupe, da kann man direkt noch ranzoomen und schauen, ob das Objekt auch tatsächlich schön scharf auf dem Display dargestellt wird. Also super wichtiger Tipp. Dann zum richtigen Licht. Ihr seht, die Sonne ist jetzt untergegangen. Jetzt ist eigentlich das schönste Licht. Jetzt nehme ich aber gerade das Video auf. Nutzt die Morgensonne und das Abendlicht beim Sonnenuntergang. Da kommen die schönsten Landschaftsfotos zustande, ja? Weil das Licht viel, viel weicher und viel rötlicher dargestellt oder viel weicher und rötlicher ist. Und die Konturen kann man so viel, viel schöner erkennen als zur Mittagszeit. Da ist die schlechteste Uhrzeit, um Fotos zu machen, weil das Licht einfach zu hart ist. Auch tolle Bilder könnt ihr während der blauen Stunde machen. Das sind einfach spektakuläre Aufnahmen, weil für wenige Minuten ist der Himmel so richtig intensiv blau und da kommt man auch zu wirklich außergewöhnlichen Ergebnissen. Probiert es einfach mal aus. Dann gibt es noch ein paar Tipps zur Bildkomposition. Eignet euch mal die Drittelregel an. Ich habe da ein extra Video dazu gemacht. Und schaut bei der Drittelregel zum Beispiel, dass ihr 2/3 vom Himmel zeigt und nur 1/3 vom Vordergrund. Ja? Das Gelbe gilt auch fürs Hauptmotiv. Schaut euch auch an, ob in dem Bild irgendwelche Linien oder Symmetrien zu finden sind. Orientiert euch daran und baut bewusst diese Linienführung in euer Bild mit ein. Das macht es einfach total interessant und mit der Zeit gewöhnt sich euer Auge daran und ihr baut es unbewusst in eure Bilder mit ein. Ja, und Vordergrund macht Bild gesund oder macht das Bild interessant, stimmt. Also wenn ihr jetzt im Vordergrund vielleicht einen Felsen habt, einen Stein, ein großes Blatt jetzt hier im Wasser, nehmt es ruhig mit auf, geht auch ruhig runter, ändert die Perspektive, weil der Blick des Betrachters wandert zuerst auf diesen Vordergrund und dann wandert er im Bild hin und her und macht einfach euer Bild interessant und verleiht eurem Bild komplett mehr Tiefe. Ja? Also das lohnt sich wirklich, in die Knie zu gehen, die Perspektive zu wechseln. Oder auch, wie ich, manchmal einfach einen Baumstamm ins Wasser zu werfen, dass man überhaupt einen Vordergrund hat. Also schaut einfach, wie es auf euch wirkt, das Bild, und probiert es aus. Fotofilter verwenden auch sehr viele Fotografen in der Landschaftsfotografie, weil ihr eigentlich damit die Möglichkeit habt, zum Beispiel länger zu belichten, das heißt die Wasseroberfläche schön glatt aussehen zu lassen. Oder manche nehmen Polfilter, um einfach die Spiegelungen vom Wasser wegzubekommen. Also, ich nutze ganz, ganz gern diese Filtersysteme. Probiert die einfach mal aus, schaut euch Videos dazu an. Es ist ein hilfreiches Tool oder ein Werkzeug, was das Fotografieren noch auf eine andere Ebene heben kann. Ja, letzter Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Benutzt einen Fernauslöser, weil
ein Fernauslöser, der hilft euch, dass die Kamera beim Auslösen nicht verwackelt. Ja, ihr könnt euch damit auch ruhig ein paar Meter von der Kamera wegbewegen. Und so habt ihr die Möglichkeit, aus der Entfernung die Bilder zu machen, ohne dass irgendwie das Stativ verwackelt. Mit dem Fernauslöser seid ihr auch in der Lage, länger als 30 Sekunden lang zu belichten. Also ihr müsst dabei nur in den Bulb-Modus der Kamera gehen und dann könnt ihr mit dem Fernauslöser 2 Minuten belichten, 3 Minuten belichten, solange ihr wollt. Und da entstehen eigentlich die geilsten Bilder, finde ich, zumindest in der Landschaftsfotografie, wenn Wasser mit im Spiel ist, dass man diese schönen träumerischen Fotos machen kann. Ich hatte zum Beispiel auch den Fall, dass ich auf einem Steg mal Fotos gemacht habe und hatte keinen Fernauslöser dabei. Und habe den Auslöser gedrückt mit einer Auslöseverzögerung. Das Foto wurde gemacht, 15 Sekunden lang. Und ich habe mich minimal nur auf dem Steg bewegt. Und es hat schon gereicht, dass das Bild unscharf am Ende war. Und das habe ich dann erst daheim am Rechner gesehen und habe mich da auch ein bisschen geärgert. So, das war jetzt ein Rundumriss, wie ihr zu coolen Landschaftsfotos kommt. Wendet's an. Fragt mich unten in den Kommentaren speziell zu Themen, die euch da tiefer interessieren. Kann ich noch gerne mal ein Video dazu machen. Ansonsten probiert es aus, geht raus und habt einfach Spaß in der Natur. Und jetzt mache ich noch ganz schnell ein Foto und muss mich jetzt richtig ranhalten. Jetzt mache ich erstmal ein Testbild mit einer 1/25 Sekunde auf einer Blende 8 und ISO 100. Auslöseverzögerung, zack. Bild gemacht, ist im Kasten und jetzt baue ich vorne noch ein paar Filter drauf, damit ich viel, viel länger belichten kann. Dabei ist halt wichtig, so einen Filterhalter drauf zu bauen. Und da die Sonne untergegangen ist, brauche ich keinen Verlaufsfilter mehr, sondern nur noch einen ND-Filter. Verlaufsfilter braucht man ja wirklich nur im oberen Bereich irgendwie abzudunkeln. Brauche ich jetzt nicht mehr. Ich nehme jetzt einfach mal einen ND-Filter und wähle da vielleicht auch mal einen richtig starken. Da habe ich jetzt mal hier ja einen ND 3.0 Filter. Der erlaubt mir eine 1000-fach längere Belichtungszeit. Dann wird jetzt hier einfach nur vorne drauf gesteckt. Schau nochmal, ist hier noch alles scharf? Ja. Kann man so nehmen. Und jetzt kann ich gut 30 Sekunden lang so schon mal belichten, was ich jetzt auch gerade mache. Und als nächstes schraube ich jetzt noch meinen Fernauslöser drauf, dass ich länger als 30 Sekunden lang im Bulb-Modus belichten kann. Okay, jetzt schauen wir noch kurz an, wie das Foto geworden ist. Bei 30 Sekunden, 8er Blende, viel zu dunkel. Jetzt kommt der Fernauslöser zum Zug, dass ich länger als 30 Sekunden belichten kann. Der wird hier eigentlich nur an den HDMI, Mini-HDMI angeschlossen. Muss in den richtigen Modus rein, Bulb-Modus. So, jetzt läuft der Shutter durch, bis ich einfach wieder hier drauf drücke. Das war's dann schon, ne? Jetzt haben wir schon 42 Sekunden. Man sieht sogar das Voralpenland da im Hintergrund. Eigentlich auch ganz schön. Und dieses wunderschöne Abendrot werde ich jetzt so mit den Techniken, die ich euch jetzt vorhin erklärt habe, aufnehmen. Ich habe manuell fokussiert, 8er Blende eingestellt, ISO 100, jetzt mal einen Filter draufgehauen. Jetzt habe ich gerade 1 Minute und 20 Sekunden auf der Uhr stehen und sagst, stop it. Ja, kann doch was, das Bild. Jetzt nehme ich noch einen anderen Filter her, wie gesagt, den 1.8er ND-Filter, der etwas schwächer ist als der 3.0er und schaue, wie das Bild dann wirkt. Langsam werden die Finger auch so richtig kalt, also Handschuhe sind eigentlich auch mal ganz gute Investitionen, wenn ihr draußen seid im Winter. Aber mei, habe jetzt keine dabei. Ich habe hier einen von Haida, der heißt Nano Pro 1.8, verlängert die Belichtungszeit um 64-faches und
Kleiner Tipp noch, ich habe jetzt diese Aufsteckfilter. Ihr könnt euch aber auch ruhig diese Schraubfilter kaufen, ND-Filter zum Draufschrauben. Die sind viel, viel günstiger und sind von Anfang auch eine gute Investition, um überhaupt zu sehen, ob euch das Ganze taugt, diese Landschaftsfotografie mit Filtern. Jetzt hoffe ich nur, dass die Enten, die da im Hintergrund über den See schwimmen, nicht zu sehen sind durch diese lange Belichtungszeit, sonst ja, schaut es vielleicht unschön verschwommen aus. Und ich merke gerade so, bei ca. 40 Sekunden Belichtungszeit kommt eigentlich ein ganz gutes Bild zustande. Wären jetzt Wolken am Himmel zu sehen, würde ich noch einen Filter draufpacken, also noch einen ND-Filter, um vielleicht 3 Minuten lang zu belichten, dass man diese schönen Wolkenzieher sieht. Aber heute sind keine da, also wird es ein relativ minimalistisches, cleanes Bild. Einfach nur Hütte am See im Sonnenuntergang. So, jetzt haben wir hier was, 45 Sekunden. Das ist ein wunderschönes Bild geworden. Also Leute, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was lernen können oder mitnehmen können, Anregungen bekommen, Inspiration für eure Landschaftsfotografie. Ich würde mich sehr über ein Like für das Video freuen oder sogar ein Abo und sage jetzt Servus, euer Sigi vom Ammersee.